Hallo meine Lieben, und zwar habe ich ein neues Video für euch. Das ist ultra warm. Ich brauche nachher auf jeden Fall unbedingt eine Dusche. Ich kann halt hier mit der Fenster jetzt nicht so... Moment mal gerade, ich muss mal gerade gucken. Ob es dann so besser ist. Ja, ist ein bisschen besser. Mehr runter machen kann ich jetzt nicht. So, ich habe ein neues Video in Haul. Ich war tanken. Bäh, heute ist es warm, ultra warm. Ist für meinen Kreislauf gar nichts. So, fangen wir mal an. Also hier im Action, da habe ich hier diese Zweier Beefies geholt. Da habe ich und mein Mann eins gegessen. So, kann das mal in den Müll. Wir waren im Netto, im Lidl, im DM, im Rossmann, im Action. Genau. So. Im Nettomarkt habe ich 104,36 Euro bezahlt. Sage ich euch jetzt schon mal direkt. Machen wir das hier mal so. Muss mal gerade gucken. Die Sachen, die ich jetzt, die mein Mann jetzt gleich schon benutzen will oder festmachen will, die zeige ich euch schon vom Action und den Rest zeige ich euch in einem separaten Video, okay? So, im Action haben wir für 9,95 Euro einen Sonnensegel mitgenommen, für bei uns unterm Carport zu machen. Unser Carport wird zwar jetzt noch neu gemacht, ja, weil wir hatten da ja, wie gesagt, vor einem halben Jahr einen Hagelschaden. Und das wurde der Versicherung gemeldet. Ist auch alles, wie gesagt, durch. Wir müssen halt nur noch warten, bis der Dachdecker da zu uns kommt und das halt macht. Genau, Sachen sind auch schon bestellt. Aber für unten drunter, es knallt trotzdem die Sonne rein. Das ist ultra warm da drunter und man kann sich kaum drunter aufhalten. Und deswegen haben wir gedacht, wir holen uns jetzt mal ein Sonnensegel. Das ist nämlich sehr, sehr groß. Das ist nämlich 3,6 mal 3,6 Meter, also kriegen wir fast das ganze Carport unten drunter, schön abgedichtet. Haben wir in einem schönen Grau geholt, das passt auch nämlich zu der Hausfarbe so ein bisschen bei. Und das macht mein Mann gleich fest. Ist, wie gesagt, UV 50 plus geschützt für die Sonne. Und das wird gleich da unten drunter festgemacht, damit das ein bisschen die Sonne abgefangen wird und unten drunter nicht so knallerheiß ist. Und deswegen einmal das. Genau. So. Dann im DM. DM-Markt 1,69 jeweils von Baby Love habe ich hier zweimal die Wickelunterlagen geholt für meine Hunde. Dann habe ich im Lidl habe ich für 9,50 Euro diese XXL haltbare fettarme Milch, 1,5, 12 Liter. Also 2 Liter haben wir geschenkt bekommen, jetzt haben wir uns einen ganzen Karton geholt. Jetzt haben wir 12 Liter für 9,50 Euro haben wir jetzt gekauft. Jetzt haben wir erstmal genügend Milch, einen ganzen Karton. Genau. So, dann habe ich im Nettomarkt 2 Pakete Wasser geholt. Diese kleinen hier, weil die großen waren ausverkauft. Genau. So, dann gucken wir. Im DM kam von Saugstark und Sicher Küchentücher Classic 4 Rollen, dreilagig, ganz normal. Küchentücher kam mit. Kann man da hinrollen. Und im Rossmann... Im Rossmann habe ich für 2 Euro paar zerquetschte von Alouette limitierte Edition Toilettenpapier mitgenommen. Ich habe zwar unten noch, aber man braucht ja sowieso immer. 8 Rollen, 3 Lagen, 180 Blatt. Immer an deiner Seite. Das ist so eine limitierte Edition wieder und die finde ich sehr, sehr schön. Die ist auch schön bedruckt. Mit so Teddybären und Bienchen. Gell? Kam Toilettenpapier mit. Genau. So, Leute. Dann gucken wir. Dann habe ich wieder mitgenommen für meine Hunde. Für, ich meine, 90 Cent, 99 Cent im Action. Teddy Care, diese sind 80 Stück drin, diese feuchten Tücher.
Unsere Packung ist jetzt schon halb leer. Ne, 90 Tücher sind drin. Unsere Packung ist halb leer, deswegen habe ich jetzt mal ein neues geholt. Dann hat mein Mann sich hier Bremsenreiniger geholt im Action. Das braucht er nämlich, weil ich habe nämlich für unser Auto ein Ersatzteil bei Autodoc bestellt. Das kommt nächste Woche. Da ist ein Teil bei uns in Dichtung irgendwie undicht. Das habe ich jetzt bestellt. Und das kommt nächste Woche und macht mein Mann dann ganz. Ja, dann war hier im Action Angebot, habe ich es des Öfteren gesehen. Hier ist ein Aufkleber, den müssen wir mal abmachen. Der war jetzt im Wochenangebot für 88 Cent, meine ich. Und zwar diesen wunderschönen Teller hier mit dem Flamingo-Dingo und mit den wunderschönen Rosen. Wir haben die Teller ja auch schon für Weihnachten mit so Wichteln und Schneemann und so. Und ich fand das hier Sunny Days, fand ich richtig schön. Ich mag sowieso hier der Hugo Flamingo-Dingo. Deswegen kam dieser wunderschöne Teller mit. Der muss einmal mitgespült werden. Genau. So. Muss ich mal gerade gucken. Ja, dann habe ich eben... Ach nee, das hier war ein Teddy gewesen. Da zeige ich euch dann nachher. Da zeige ich, also Teddy und so zeige ich euch dann separat nachher. Habe ich hier diese Naga-Sticks für meine Jungs, meine Meerschweinchen für meine Häsin geholt mit Vitamin D3 und A, mit Gemüse im Action. Kriegt dann jeder so ein Knabberstäbchen. Muss ich gerade gucken. Ja, dann haben wir im Action für 56 Cent diese Mückenfänger hier geholt. Die brauche ich jetzt wieder für hier in die Küche, für unten im Vorflur, für im Partyraum, unterm, für im Wohnzimmer, also überall hin. Wir haben zwar auch die Fliegennetze dran, aber ich brauche neues im Badezimmer und im Schlafzimmer. Genau. Bei unserem Vorflur, wenn man die Haustür reinkommt, da möchte ich gerne ein festes Gitter festmachen. Aber das wollte ich erst machen, wenn die neue Haustür kommt. Genau. Aber damit wir die aufhängen können, damit die Biester mal gefangen werden. Und dann Carport, da haben wir ja auch diese Mücken-Wespen-Falle. Da machen wir immer so ein bisschen Wasser mit Zucker rein und dann fliegen die da rein, gell? Und dann, wir hängen aber trotzdem immer noch hier so eins hin, weil die ganzen Mücken, die da so rumfliegen, die gehen dann eher an dem Ding dran, als statt die da reinfliegen. In so eine Falle. So. Ja, das hier zeige ich euch schon vom Teddy, weil ich möchte es gleich spülen und meinen Hunden dann hinstellen. Für 2 Euro habe ich mir einen Teddy geholt. Da passen 250 Milliliter rein. Und zwar einen wunderschönen kleinen Napf. Fand ich schön. Und da möchte ich gerne meinen Hunden für Wasser, gell? Für Wasser reinzutun oder für ein kleines bisschen Trockenfutter. Eigentlich eher für ein kleines bisschen Trockenfutter für draußen, gell? Weil meine Hunde, die laufen draußen eigentlich gefühlt den halben Tag rum, wenn es nicht zu knallerheiß ist, ne? Weil ihr müsst bedenken, umso heiß, wenn für euch selber der Boden heiß ist, ist der Boden für euer Hund alle Male auch zu heiß. Und die Hunde verbrennen sich unten drunter die Ballen so, so schnell. Und da können so üble Verletzungen passieren. Deswegen achtet drauf. Mein Tipp ist immer, zieht euch eure Socke aus, barfuß, geht auf euren Hof oder was weiß ich wo. Und wenn der Boden für euch selber zu heiß ist, dann ist der für euer Hund oder Katze oder wie auch immer auch zu heiß. Dann bitte nicht rauslassen, ne? Dann erst warten, bis ein bisschen kühler geworden ist und dann. Ja, aber für Trockenfutter, für im Partyraum, weil meine Hunde sind dann den halben Tag im Garten und im Partyraum, draußen können die laufen, da haben die auch ein Körbchen, die haben im Partyraum ein Körbchen stehen, da können die immer reingehen, um sich abzukühlen, weil bei uns im Partyraum ist es richtig schön kalt, weil es ist ja aus Stein gebaut und dann tue ich denen da immer einen Napf mit eiskaltem Wasser hin und ein Näpfchen mit Trockenfutter, gell, wird aber erst gespült. So. Und der Rest hier vom Teddy zeige ich euch später. Und der Rest hier vom Action, den ich hier so habe, zeige ich euch dann auch gleich. Das mache ich mal darüber. Zum Waschen habe ich heute nichts so gekauft, weil da habe ich noch genügend. Ich habe noch Hygiene, ich habe noch Lenore, ich habe noch da genügend. Deswegen, das werdet ihr bei mir heute hier nicht sehen.
So, holen wir das erstmal raus. Dann haben wir im Nettomarkt wieder eine Wassermelone geholt. Das Kilo war bei 1,15 Euro. Ich habe jetzt 3,62 Euro bezahlt für die Wassermelone und die ist kernarm. Die letzte Wassermelone, die wir gekauft haben im Lidl, die haben wir ratzebutz leer gegessen. Sogar meine Hunde haben Wassermelone gegessen. Hunde dürfen Wassermelone, aber ohne die Kerne. Nur das rote Fleisch dürfen die essen. Und ja, sehr gut. Und gerade an solchen heißen Tagen ist das so abkühlend und angenehm. Richtig geil. Genau, komm wieder eine mit. So, Dalle. Muss ich mal gerade gucken. Das hier zeige ich euch. Gerade mal notieren. Das zeige ich euch dann später. Das hängt dann mal dahin, die Tüte. Muss ich mal gerade gucken. Das genauso. Das hier zeige ich euch schon, weil das brauche ich. Genau, und das zeige ich euch. Das können wir auch schon rausholen. Genau, und den Rest hier zeige ich euch dann auch in einem separaten Video, weil ich noch im Rossmann, im Action und im Teddy geholt habe. Im Rossmann habe ich mir noch zweimal Rotbäckchen Immunstark geholt, weil die großen Flaschen sind momentan überall, wo ich hingehe, ausverkauft. Also eine kostet 95 Cent, sind 125 Milliliter drin. Der Kaufland bekommt die großen Flaschen im Moment nicht mehr rein bei uns. Der hat nur noch diese kleinen Shots. Genau, dann war ich beim DM, dann war ich beim Rossmann, die großen Flaschen Immunstark. Immer Immunstark, ist immer ausverkauft. Und die anderen gibt es immer, finde ich irgendwie komisch. Naja, dann für 55 Cent kam im Rossmann 500 Milliliter Nachfüllbeutel, 70% weniger Plastik. Von Isana Cremeseife Milch und Honig, mit Milch und Honigduft, pflegende Reinigung. Ja, 500 Milliliter kam wieder mit, weil unseres geht so langsam leer. Dann haben wir im Action zweimal diese Milkshake Crispy Biscuit Bar 200 Gramm, diese Kekse mitgenommen. Die sind sehr, sehr lecker. Dann habe ich für 4,44 Euro im Action für meine Hunde, für den Sommer jetzt draußen, für in den Garten, so eine Wassermatte geholt. Die ist 100 cm groß, da kann man den Gartenschlauch, den Wasserschlauch anschließen und dann spritzt hier so das Wasser raus und meine Hunde sind Wasserratten. Die waren zum Beispiel auch gestern Abend, habe ich meine Hunde gebadet und dann habe ich die draußen laufen lassen und die haben sich so gefreut. Die waren so schön kalt, noch abgekühlt nachher, war so angenehm für die gewesen. Die haben sich so gefreut, die haben draußen so getobt mit ihren Spielsachen und gegenseitig gespielt und ja, und deswegen, damit meine Hunde draußen im Garten toben können und da spritzt das Wasser hier so raus, dann tust du so ein paar Spielsachen von denen hier hin, dann müssen die immer da reinlaufen und das Spielzeug rausholen. Das finde ich super schön und für 4,44 Euro kann man echt nicht meckern, ne? Sieht auch schön sommerlich aus mit Ananas und Wassermelone und hast du nicht gesehen. Und da schließen wir unser Gartenschlauch an und dann können da meine Hunde toben. Finde ich richtig geil. Ja, es ist eher geeignet für kleine und mittlere Hunde. Für große Hunde ist es eher nichts. Aber ausprobieren. Ich sage immer ausprobieren. Und wenn ein großer Hund damit auch Spaß hat wie die kleinen Hunde, warum nicht? Warum nicht? Einfach ausprobieren. Für 4 Euro macht man nichts verkehrt. Und wenn es kaputt gehen sollte, ist Plastik, schmeißt man in die Plastiktonne. Genau. So, hier habe ich das zweite. Wir haben schon zwei Flaschen rausgeholt zum Trinken. Genau. So, dann gucken wir mal hier. Dann haben wir hier in unserem Kühlbeutel, Kühltasche, da habe ich einmal für 1,89 Euro Pommes mitgenommen im Nettomarkt. Muss ich alles direkt einfrieren. Dann war Hähnchenschenkel im Nettomarkt im Angebot für 2,99 Euro statt 3 Euro paar zerquetschte.
Hähnchenschenkel. Die muss man aber selber noch würzen. Dann habe ich im Action für 1,59 € von Pedigree diese, das sind 4 × 100 g. Zweimal mit Huhn und zweimal mit Rind- und Lebermischung. Die kennt ihr schon, gell? Die habe ich jetzt auch in der Kühlpackung gehabt für meine Hunde. Dann habe ich mir im Action Kinderpieno geholt. Das habe ich alles in die Kühltasche getan, weil sonst wird das alles hier aufgetaut. Dann habe ich für meine Hunde hier mit Chicken 100 Gramm diese Leckerlis hier wieder geholt. Die sind schön weich. Dann für 1,39 € Hähnchenbrustfilet mit Currymantel 100 Gramm im Nettomarkt. Für 1,19 € Geflügel, ja, diese grobe Wurst hier, 200 Gramm. Dann habe ich im Lidl für 99 Cent zweimal Mini-Romana-Salat geholt für meine Jungs, meine Meerschweinchen. Genau. Dann für 1,89 € für meine Hunde im Lidl mit Kalb, gell? Meine Hunde lieben die. Für 79 Cent habe ich Stuck in Paprika mitgenommen vom Action. Und für 69 Cent im Lidl eine Gurke. So, dann ist die erste Kühltasche hier leer. Dann mache ich zuerst den Korb. Dann hat der Action mein allgeliebtes Spülmittel wieder, aber die haben eine neue Verpackung bekommen. Powerful Cleansing Superfin mit Lemon. 1000 Milliliter, genau, 1,19 glaube ich. Die haben eine neue Flasche, neue Verpackung bekommen. Dann habe ich für 99 Cent Toastbrot im Nettomarkt genommen. Hier habe ich noch eine Sprudel, die kann man direkt mal so lassen zum Trinken. Für 1,99 € habe ich im Nettomarkt für meine Jungs, meine Meerschweinchen und für meine Snow White Futter geholt. Dann haben wir im Nettomarkt von der Marke Priva zarte Blüten Raumspray. Duftet frisch, neutralisiert unangenehme Gerüche. 300 Milliliter. War für ein paar Cent. Ja, riecht sehr, sehr gut. Riecht sehr, sehr gut. So. Dann hat mein Mann für jeweils 70 Cent sich zweimal hier Bitburger Bier geholt und 8 Cent Pfand. Für 1,69 € kam hier einmal Pasta Rustica Tomaten. Das brauche ich morgen, weil ich mache morgen frische Spaghetti Bolognese mit Rotwein. Dann habe ich für 1,59 € hier, das sind ja Spaghetti mit Tomatensoße. Da tue ich mit die Soße auf meine eigene Art und Weise verfeinern. Genau. Kann ich auch lassen können. Dann für 79 Cent einmal diese Nudeln. Das kann man eigentlich direkt schon. Direkt schon wegräumen. So, dann habe ich geholt, wenn man schnell gehen muss, ne, für 1,39 € Kartoffelpüree, 3×4 Portionen, schmeckt ganz gut. Wenn ich Zeit habe, mache ich ihn frisch. Wenn ich keine Zeit habe, geht er da auch mal. Dann habe ich hier für 99 Cent dieses Weizenmischbrot geholt. Dann für 56 Cent für meine Hunde, zweimal diese hier, die kennt ihr auch schon von uns. Dann für 79 Cent ja Spaghetti für Spaghetti Bolognese morgen. Genau. So, dann für 69 Cent haben wir einmal Weizenmehl geholt. Dann für 1,39 € Priva, ja Müllbeutel, ne, ganz normal Müllbeutel. So, dann für 49 Cent meine ich Spaghetti Bolognese, zweimal hier. Da mache ich trotzdem immer noch eins davon rein. Und für 56 Cent zweimal Waldpilzsuppe. Für zwischendurch geht das auch ganz gerne mal. Dann habe ich für 99 Cent einmal Sonnenmais mitgenommen. Für 1,49 € Thunfisch in Sonnenblumenöl, weil irgendwann die Tage möchte ich gerne mal frische Pizza machen. Dann war für 99 Cent Preschbohnen im Angebot für einen leckeren Bohnensalat. Dann für 1,89 € mein Lieblingskaffee. Dann für 1,29 € habe ich zweimal diese Erdnüsse im Paprikamantel mitgenommen, gell? Zum Snacken.
Dann, ich habe noch eine. Da war für 99 Cent im Angebot unsere Knoblauchsoße. Ich habe nämlich die zwei letzten da geholt gehabt. So, dann ist das Körbchen schon mal leer. So. Dann im Center Shop. Im Center Shop habe ich für 1,19 Euro zweimal Wiesenheu geholt. Für meine Häsin und für meine Meerschweinchen, gell? Habe ich zweimal geholt. Jeweils 1,19 Euro. So, so, müssen wir mal gucken. Dann hatte mein Mann Bock auf Mandarinen-Orange. War, glaube ich, für 99 Cent. Dann war für 79 Cent Tomatenmark. Dann habe ich mitgenommen für 1,56. Da habe ich 20 Cent gespart. Putenbrust mit der Nettomarkt-App. Für 1,89 Geflügel-Salami. Dann habe ich zweimal genommen, jeweils für 2,79 unsere Knusperdinos. Dann war für... Ja, warum willst du nicht stehen bei der Tüte? Für 1,79 war der Pizzateig im Angebot. Dann war im Angebot Kochhinterschinken für 1,39 Euro, 200 Gramm. Da habe ich direkt zwei Stück mitgenommen. So, dann haben wir hier. Hier habe ich nochmal, die habe ich zweimal geholt. Für 1,19 Euro. Dann haben wir zweimal Geflügel-Mortadella. Für 1,99 kam ein Presso feine Kräuter mit. Den habe ich, glaube ich, auch zweimal. Für 1,09 Euro kam mein Rahmkäse mit. Genau, hier habe ich die zweite. War für 99 Cent im Angebot. Dann für 1,99 kamen auch frische Eier mit. Zwei Stück gratis, gell? 1,99. Ich habe zwar noch genügend Eier, aber kann man immer gebrauchen. Ne? Dann kam für 99 Cent mein Pumpernickelbrot mit. Für 99 Cent kam hier diese Nachmache von Monte mit. Okay. Genau. 1,79 Delikatesse Fleischsalat. Für 1,49 Sonnenblumenmargarine. 500 Gramm. Dann für 99 Cent hat mein Mann sich zweimal seinen Camembert-Käse geholt. Oh, mir ist warm, Leute. Mir rennt richtig die Brühe, du. Genau, hier habe ich den zweiten. Ich habe zweimal den Käse mitgenommen. Dann für 99 Cent und 79 Cent kam nochmal Rahmspinat mit. Ich esse sehr gerne. Sehr, sehr gerne esse ich Spinat. Ich esse aber auch gerne den frischen Spinat. Den ganz frischen. Dann für 89 Cent kam hier Buttergemüse mit. Dann war für 1,29 Euro den Pizzateig im Angebot. 1,49 diesen Frischkäse Kräuter 300 Gramm, diesen Doppelrahmen. Dann für 89 Cent hat mein Mann sich hier sein Stracciatella Leckermäulchen Milchquark mitgeholt. Für 2,49 kam zartes Hähnchen geschnetzeltes Gyros A 300 Gramm mit. Das holen wir sehr gerne für unsere Webs. Für 1,29 habe ich mir nochmal Leberwurst Kalbfleisch mitgenommen. 150 Gramm. Und es kam zweimal Hackfleisch mit. Moment. Muss ich das hier schon annehmen? Zweimal Hackfleisch ist ja Rind und Schwein gemischt. Ne? War für 2,88 Euro im Angebot. 500 Gramm bis zum 2.7. Gell? Eins friere ich ein und eins brauche ich ja sowieso morgen. So, dann ist unsere Kühltasche hier auch leer. So, dann kam für 1,49. Ja, der ist schon kaputt gegangen, glaube ich. Ja, der ist ein bisschen kaputt gegangen, ist nicht schlimm. Körniger Frischkäse kam hier mit.
habe ich für 99 Cent von Schappi Zahnpflegesticks für meine Hunde mitgenommen. Auch vom Netto. Für 1,29 kamen nochmal frische Tomaten mit. Ich habe zwar noch genügend Tomaten, aber Tomaten brauchen wir immer. Ich mache frische Tomaten in die Spaghetti Bolognese mit rein. Ich esse Tomaten sehr gerne mit Maggi und Pfeffer auf dem Brot. Ja. Dann hat mein Mann sich, ja, ist schon ein bisschen hier, naja, nicht schlimm, ausgelaufen. Ich muss gerade meinen Lappen holen. Für 1,29 meine ich, diesen Paradies-Creme-Schokolade hat mein Mann sich mitgeholt. Für 1,69 habe ich mir zweimal Duftlichter Magnolia mitgenommen. 18 Stück, eine Brenndauer von 4 Stunden. Ich habe schon zweimal mitgenommen und die riechen so, so gut. Und ich mache Sommer wie Winter Kerzchen an abends. Dann habe ich für 99 Cent habe ich mir nochmal von Priva Bodentücher mit Motiv mitgenommen. 2 Stück sind hier drin. Feucht und trocken reinigen, gell? Und das fand ich nämlich mega schön, weil hier vorne ist einmal schön mit diesen Tulpen, mit diesen Blümchen. Und auf der anderen Seite schön in so bunten Streifen. Und da wollte ich ein neues vorne an die Haustür ein neues hinlegen. Genau. Dann kam für 99 Cent unsere Sonntagsbrötchen kamen mit. Für 1,19 Euro kam mein ACE-Trink. Mit und hat eben Pfand, gell? Stellen wir mal hier hinten rüber. Und für 65 Cent und Pfand kam hier Cola Mix mit. Genau. So, dann ist die Lidl-Tüte hier auch leer. Hopp, hopp, hopp. So, dann habe ich im DM habe ich zweimal für 2,95 für meine Hunde Trockenfutter mitgenommen. Können wir direkt schon mal an die Seite packen. Dann für 79 Cent habe ich für hier oben von Ebelin Kosmetiktücher Seidenweich, 90 Stück sind drin. Kann man auch zwischendurch mal das Näschen putzen, ne? Dann hat mein Mann sich für, ich meine, ein paar Cent von Schäbens Aktiv Kohle Peel-Off-Maske mitgenommen. Mein Mann möchte gerne mal eine Peel-Off-Maske machen, deswegen kam die mit. Dann habe ich für 1 Euro ein paar Zerquetschte wieder nachgekauft, weil ich habe gerade aktuell meine Erdbeerwoche, deswegen brauche ich die. Ich liebe die für den Tag, wie aber auch für die Nacht. Die sind ja eigentlich für die Nacht geeignet, aber für den Tag sind die auch sehr, sehr gut. Dann habe ich für... Ach nee, ey. Was läuft denn hier alles ausständig? Meine Güte. Ich bin gerade... Ach nee. Ja, mein Mann ist aber auch ein Lustiger, du. Mein Mann, sein Duschgel ist ein bisschen ausgelaufen. Anstatt er das oben drüber getan hat. Nö. Hier sein Duschgel, das kennt ihr ja auch schon, ne? Das hier kriegen meine Hunde jetzt gleich. Von dein bestes Reich an Huhn und ja, Classic dieses hier. Das kriegen meine Hunde jetzt gleich. So. Mal gerade gucken. Der M-Markt war eine 33 Euro. Dann habe ich mir neu mitgenommen von Ebelin. Abschminkpads aus Mikrofaser. 2 Stück rund und tropfenförmig. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber der hier ist ja ganz normal von beiden Seiten, gell? So ein ganz normales Pad. Aber der hier ist anders. Der ist einmal da so, einmal da so. Und da könnt ihr diesen tropfenförmigen, könnt ihr eure Finger reinmachen, da könnt ihr euch besser abschminken. Sind ganz neu. Deswegen kamen die jetzt auch mal mit. Um mich abzuschminken. Dann habe ich mir von Ebelin diesen schönen Haarreif hier mitgenommen. Und der habe ich auch anprobiert. Der sieht super schön aus. Wir können ja mal gerade hier das Papier mal oben wegschneiden.
Guckt mal. Ja, das hier kommt noch unten drunter. Und das sieht so schön aus, wenn die Haare richtig schön gemacht sind und so oder offen sind. Und der tut auch gar nicht weh, weil der drückt nicht. Der sieht sehr, 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 sehr schön aus. Der hat mir richtig gut gefallen. Deswegen kam der auch mit. So. Ja, dann hat mein Mann sich, der Duschgel zweimal mitgenommen, gell? Dann habe ich für... Oh, ist alles voll mit seinem Duschgel. Für 95 Cent von dein Bestes, 60% mit Zucchini, Süßkartoffel, das kennt ihr schon von uns, gell? Meine Hunde, die mögen da auch so ihrs. So. Und einmal hier Reich an Kalb Classic. Boah, ist mir warm, Leute. Uhu. Dann für 1,56 Euro habe ich zweimal mitgenommen von deinem Bestes. Delikatesse Leberwurst mit viel frischer Leber und Petersilie. Ohne Zuckerzusatz. Meine Hunde haben die eine Tube, die ich gekauft habe, die ist schon längst leer, so was von gefeiert. 75 Gramm sind drin, deswegen habe ich jetzt zwei Stück nachgekauft. So, ja, auch, ach nee, auch dieses hier ist voll, die ganze Tüte muss ich auswaschen. Das darf mein Mann nachher machen. Für 2 Euro, für 2 Euro paar zerquetschte, habe ich mir von Trended Up diesen Pure Nude Lipstick mitgenommen. Semi-mattes Finish. 0,50 steht hier. Und der hat 0,50 matt. Genau. Den mitgenommen, den habe ich geswatcht und der sieht auf den Lippen so schön nudisch aus. Und der riecht schön nach Kakaobutter. Deswegen kam der mit. Das muss ich auch sauber machen. Och nee. Mein Mann, du. Zwar habe ich mir mitgenommen von Balea. Ist limitiert. Plumi Paradies Schimmer Body Fluid mit Hibiskusextrakt für Gesicht und Körper. Ist vegan. 75 Milliliter. Das ist so, das schimmert so und das riecht so unglaublich gut. Boah, so richtig schön tropisch und so. Nach dem Duschen, das schimmert so schön auf hier Dekolleté, Schulterblätter und so. Hier auf dem Gesicht könnt ihr das machen. Richtig schön. Deswegen kam auch das mit. Ja, die Tüte muss mein Mann halt eben auswaschen, ne? So. Und das war es auch eigentlich schon gewesen, dieser Food Haul und die paar Teile, die ich euch gezeigt habe, schon vom Teddy, Action und so, Rossmann und DM. Der Rest zeige ich euch in einem separaten Video. Jetzt muss ich erstmal alles hier wegräumen und kühl lagern. Und dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Däumchen, also Träumchen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.